Hallihallo, hallo Leute. Da sind wir wieder. Das Entron und der Döskop. Und ich schalte erstmal diese laute Musik ab. Oh mein Gott. Warum ist das Intro immer so laut? Ah! Ja, da sind wir wieder. Das Entron und der Döskop. Und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu. Ich wollte schon sagen Pokémon Revolution Online. Wow. Pokémon Feuerrot Team Rocket Edition. Wir befinden uns auf der MSN, versuchen da gerade die reingeschmuggelten Pokémon rauszuholen. Haben uns auf der ersten Etage oder auf dem Erdgeschoss, wie auch immer man das nennen möchte, schon mal ein bisschen umgeguckt. Waren auch schon im Keller. Ja, wir sind also einmal hinten rein. Wo? Wir waren in der Küche und ab jetzt geht es einfach nur noch bergauf. In die nächsten Etagen. Wir hatten im Discord ein Thema kurz angesprochen. Der Xela hat mich darauf hingewiesen, dass dieses Team da oben gar keinen Surfer lernen kann. Jetzt haben wir ein Problem. Also ihr werdet sagen, hä, aber was? Quapse, Quapuzzi, Quappo? Wasser-Pokémon, die können doch Surfer. Aber wir tauschen das ja aus. Sobald sich das Quapsel in ein Quapuzzi entwickelt, werden wir es umtauschen gehen in ein Rossana. Ja. Und das kann nicht surfen. Es hat zwar dicke Schlauchbootlippen, aber es kann nicht surfen. jawohl, weiter geht's. Und vielleicht lerne ich ja heute meine erste Elektroattacke. Deine erste? Xela? Hast du einen neuen Account? XK Lexie, bist du Xela? Hast du gerade einen anderen Account? Ja, vielleicht lernst du heute deine erste Elektroattacke. Ich glaube, mit Level 20 erlernt es. Also nur noch zwei Level. Dann hat es Donnerzahn. Tablet einer Freundin. Ah! Hm, da ist jemand gerade unterwegs, ja? Und guckt bei einer Freundin zu. Ja, so, so, so. Ich grüße mal schön die Freundin. ja, ich weiß nicht. Wir müssen schauen, ob wir doch was am Team ändern. Ich bin ja zurzeit sehr, sehr unzufrieden mit dem Mr. Langstrumpf hier. Ne, also mit dem Pipi oder später Pixie. Eventuell könnte man ja da was austauschen und da auf ein Wasser-Pokémon wechseln. Das würde ja vielleicht auch den Grieber erfreuen. Der mag ja Wasser-Pokémon. Vielleicht könnte man da was Cooles reinnehmen. Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich rausnehmen soll. Die andere Option wäre dann nur noch Dragular. Aber wenn ich den austausche, dann möchte ich ein anderes Rocket-Themed-Pokémon. Was ist denn Rocket-Themed? Also ganz ehrlich, also für mich ist Team Rocket entweder Zubat Evolution Line, Mauzi Evolution Line, Radfratz Evolution Line und jetzt durch Jesse und James kommt dazu noch ein bisschen rein, eventuell Knofenserlein oder Smogonlein. Aber das war es auch schon so für mich. Das sind so meine Rocket-Pokémon. Also ich weiß nicht, ob wir da einen Surfer rausbekommen. Ich glaube, weder Ultrigarier noch Sazenia können surfen. Ich kenne mich da nicht so sehr aus, aber ich glaube, die können es nicht. Also wir müssen da nochmal überlegen. Es könnte sein, dass das Pipi raus muss. In Berlin wart ihr. Wow, wie, die ist gerade weg. Die ist gerade weg, aber du hast ihr Tablet? Die ist gerade weg, aber du guckst mir auf ihrem Tablet zu? Alter, der Junge ist extra nach Berlin gefahren, um ein Tablet zu klauen, nur damit er mir zugucken kann. Ich fühle mich geehrt. Danke. Er klaut Tablets, nur um mir zuzugucken. Dieses Schiff, sie ist ein luxuriöser Dampfer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Liner. Wie würde man einen Liner übersetzen? Schiff, Boot, irgendwie so, keine Ahnung. Linie klingt dumm. Ist ein Luxusdampfer für Trainer dieser Welt. Guten Abend, hallo, husten Sie mal.
so. Oh. Das ist so. Ich darf also nichts Falsches sagen, weil die Eltern zuhören. Ich will ja niemanden Ärger machen. an jedem Hafen ja, üben wir Feiern aus. Sagt man das so? Oder organisieren wir Feiern mit eingeladenen Trainern. Ja, gucken wir uns mal diese Etage an. Die ist auch recht groß, wie ich gerade sehe. Und da hinten geht es, glaube ich, zum Captain. Wenn ich mich an das alte Design richtig erinnere, geht es da hinten zum Captain. Wollen wir dann erstmal hier hoch aufs Deck? Ist hier das Deck? Was zum Henker ist das hier? Ein Auflauf? Ein Menschenauflauf? Ruft Hannibal an! Hannibal macht gerne Menschenauflauf. Verflixt noch eins. Ich wusste doch, ich hätte etwas mehr bezahlen sollen für das VIP-Ticket. Ich möchte es sehen, ich möchte es sehen. Was geht da ab? Wer ist da? Ein Movie-Star? Ich weiß nicht, ob ich da hingehen möchte. Ich weiß nicht, ob ich da schon hingehen möchte. Ich speichere jetzt mal. Und wenn das da irgendwas Großes triggert, laden wir nochmal. Weil ich möchte erstmal den Rest erkunden gehen. Ich habe das dumme Gefühl, dass wir da eventuell auf Siegfried treffen könnten. Und dass das vielleicht die Story voranbringt. Und wir wollen ja noch nicht die Story voranbringen. Wir wollen uns erstmal umgucken. Ne? Kommen wir da durch? Das mache ich normalerweise nicht, aber jetzt machen wir das nochmal. Das machen wir jetzt mal kurz. Ah, jetzt hat das Bild verschoben, komischerweise. Ja. Nee, da wollen wir noch nicht hin. Da wollen wir wirklich noch nicht hin. Ich will die Story jetzt nicht vorantreiben. Ich will mich erstmal in Ruhe umgucken auf dem Schiff. Das heißt, wir gehen erstmal zurück. Und dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Langstumpf jetzt überhaupt noch trainieren soll, wenn wir sowieso ein Wasser-Pokémon brauchen, an seiner Stelle. Und wenn wir ein Wasser-Pokémon brauchen, welches nehmen wir dann? Welches bekommen wir denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwo einen Lapras fangen können oder klauen können. Geht ja eher ums Klauen in diesem Spiel. Ich höre, da ist ganz schön viel los beim Balkon da oben. Also eine Etage drüber. Ich habe keinen Bock nachzugucken, was da los ist. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Schau mal, was ich hier geangelt habe. Sepa oder Goldini? Also ich glaube, einen Sepa haben wir sogar schon gefangen. Ich glaube, einen Sepa haben wir sogar schon. Zu was könnte man das denn in dieser Gen entwickeln? Es ist ja ein Gen 3 ROM-Hack, aber mit Gen 6 Movepool. Moveset. Kann man da Sepa, was kommt denn dann, wie heißen die Viecher, die danach kommen? Dedra King ist das schon das letzte oder das vorletzte? Ich weiß es gar nicht. Aber kann man hier bis zum Dedra King kommen? Sepa, Seemon, Dedra King? Hieß das so? Schau mal, was ich hier geangelt habe. Ich weiß nicht, ob es in dieser Gen bis zur letzten Entwicklung geht oder nicht. Weißt du? Es gab ja früher Sepa und Seemon und das war's. Und irgendwann kam ja dann das letzte Ding mit dazu, per, ich glaube, Drachenschuppe oder sowas, Tausch oder irgendwie so ein Zeug. Und da ist dann, glaube ich, sogar ein Drachentypus mit dran. Und ich weiß halt nicht, ob diese Generation das schon mit drin hat. Oder allgemein dieses Spiel das schon mit drin hat. Weißt du? Aber wenn ja und du meinst, Sepa wäre eine coole Wahl,
Dann könnten wir jetzt schon mal kurz vom Schiff nochmal runterrennen und unser Sepa abholen. Du kannst jede Entwicklung erreichen, die bis Gen 3 geht. Ich weiß aber nicht, ob Dedra King Gen 3 ist. Verdammt. Ah. Also ist das sogar Gen 2, wie du da gerade geschrieben hast. Dann müsste man das machen können. Ich glaube, man braucht dafür eigentlich einen Tausch. Nach Tausch mit Drachenschuppe. Aber in Romhex gibt es ja dann meistens eine Alternativ-Evo. Ist halt die Frage, wie man das dann entwickelt. Das müssten wir noch herausfinden. Aber dann könnten wir jetzt quasi nach diesem Kampf direkt nochmal kurz runterrennen vom Schiff zum nächsten Pokémon Center. Unser Sepa abholen und gegen unser Pipi austauschen. Pipi. Klingt so komisch. Pipi. Dann hätten wir zumindest ein Pokémon, was Surfer erlernen kann. Wäre vielleicht nicht schlecht. Und es wäre am Ende sogar noch Drache. Ne, Wasser und Drache. Ja, vielleicht nicht übel. Tentakool. Tentakool. Komm, wir wollen den langsam mal auf Level 20 bringen. Für den Donnerzahn. Zähler. Wirklich, warum lässt du dich von einem Giftstachel direkt vergiften? Ach, Xela, Mann, ey, das ist... Fast so, als wolltest du, dass ich nochmal von Bord gehe. Goldini, Goldini. Ah. Goldini. Was ist schlimmer als Goldini, Goldini? Nur eins. Das Gold King! I'm all out. Mir sind alle ausgegangen. Alle was? Ich weiß gar nicht mehr, was der am Anfang gesagt hat. Also wir rennen jetzt nochmal kurz raus. Ist eigentlich schade, weil wir jetzt quasi den Mondstein gar nicht mehr benutzen. Also ich hatte eigentlich gedacht, eventuell das Pixie. Oder alternativ könnte man vielleicht sogar noch auf Nidoran weiblich oder männlich umsteigen. Die können ja auch Surfer. Aber ein gutes Wasser-Pokémon würde vielleicht dem Griever gefallen. Wenn der mal wieder reinschaut und sieht, wir haben ein Wasser-Pokémon mit seinem Namen, da wird er sich vielleicht ein bisschen freuen. So, Sepa. Ja, da haben wir eins. Aber das trägt ja noch gar nicht seinen Namen. Wir können es auch gar nicht umbenennen, oder? Scheiße. Wir können es umbenennen? Wo? Kommen wir aber noch nicht hin, ne? Aber wir könnten ja auch, wenn wir noch einen Sepa finden, was dann vielleicht ein bessere Stats hat oder so, können wir das dann ja dann auch direkt so dann benennen und austauschen. Wir nehmen es jetzt erstmal ins Team rein. Ach nee, warte mal. Das Ding trägt noch ein Item. Das Ding vor allem, ne? Ding. Das Ding trägt noch ein Item, das Pipi.
Und könnt ihr mir eine Frage beantworten? Ich glaube, die habe ich schon einmal gestellt. Da warst du aber nicht mehr da, Xela. Könnt ihr mir sagen, in dieser Generation wird da die Box schon automatisch umgetauscht oder muss ich die selber vorher umtauschen und kann da nichts mehr fangen, weil die Box voll ist? Ich weiß, das wurde erst ab einer bestimmten Generation eingeführt. Ich weiß aber... Ab GBA, danke. Danke. 42? Könnt ihr mir eine Frage beantworten? 42. Das ist die Antwort. Diese Leute. Aha. Ab Gen 3 war das dann also. Mild. Swift Swim. Ich weiß gar nicht, was für eine Ability der sonst noch haben kann. Und auf was man da zielt oder hofft. Keine Ahnung. So. Was packen wir jetzt nach vorne? Zähler? Aber vielleicht finden wir ja noch ein besseres Seba. Das kann ja auch sein. Competing. Wettbewerb. Mit den jungen Leuten mitzuhalten? Oder mich mit den jungen Leuten anzulegen? Ich weiß nicht. Wie würde man das am besten übersetzen? Am Wettbewerb teilzunehmen mit den jungen Leuten klingt auch blöd, ne? Also gegen junge Leute zu kämpfen, hält mich jung. Versuchen mit den Jungen mitzuhalten, hält ihn jung. Und das Ding ist viel zu warm. Alter Schwede, ich halte es nicht aus. Oh, der Sommer wird jetzt ganz, ganz schrecklich. Es ist mir heute schon zu heiß. Wenn der Sommer erstmal losgeht, weiß ich gar nicht, wie ich meine Hüte aufsetzen soll. Ich schwitze mich ja zu Tode. Brooks. Ein Pikachu. Seit wann können Elektro-Pokémon durch Statik paralysiert werden? Also ich dachte immer, früher waren Elektro-Pokémon gegen Paralyse immun. Und dann später wurde die Immunität aufgehoben, damit zumindest so Sachen wie Body Slam und andere nicht elektrische Moves die paralysieren können. Aber seit wann kann Statik ein Elektro-Pokémon paralysieren? Hä? Ab mit der Wolle, dann geht das schon. Nee, nee, die Haare, die bleiben. Die bleiben. Weißt du, wie lange das gedauert hat, die Scheiße wachsen zu lassen? Wolle Petri lebt da jetzt oben. Der kommt nicht mehr weg. Seit wann können Elektro-Pokémon durch Statik paralysiert werden? Sehr merkwürdig. Gutes Match. Ach, ich fühle mich ja wieder so jung. Ja, und ich muss mich schon wieder heilen gehen. Pokémon-Clown, ja. Was hast du denn? Pikachu. Ja, also Pikachu hätte ich sogar fast lieber im Team als Blitzer.
Einfach nur, weil Team Rocket ja immer versucht, das Pikachu vom Ash zu klauen. Aber das kann ich dem Xela nicht antun. Das kann ich nicht machen, das den Xela rausschmeißen und dann mit einer kleinen Elektroratte ersetzen. Nein. Aber einen Spitznamen können wir machen. Habt ihr vielleicht einen Spitznamen im Kopf? Irgendwas, wie ihr es nennen wollt? Wenn nicht, dann mache ich gleich was. Richie. Das war doch der aus der Fernsehserie, der auch so einen Pikachu hatte, ne? War schon so eine Art kleiner Ash-Klon. Mit dem Pikachu, was auch so ein bisschen anders aussah. Rampensau. Das gefällt mir. Ich weiß nicht warum. Warum passt das zu einem Pikachu? Ich weiß es nicht. Das gefällt mir. Rampensau. Da haben wir es. Sternenstaub. Können wir bloß nicht verkaufen. Weil die Händler nicht mehr mit uns zusammenarbeiten wollen. Die Händler mögen uns nicht mehr. Das ist ärgerlich, ne? Man sagt sich, der Kapitän dieses Schiffes wäre ein legendärer Cut-Meister, also Zerschneider-Meister. Er hat Bewunderer auf der ganzen Welt mit seinen Zerschneiderfähigkeiten inspiriert. Oder für seine Zerschneiderfähigkeiten inspiriert. Irgendwie sowas. Ich bewundere Resilience. Widerstandsfähigkeit? Die Widerstandsfähigkeit des Kapitäns? Oder Zurückhaltefähigkeit vielleicht auch. Irgendwie sowas in der Art. Während die Passagiere alle draußen sind und sich bekämpfen. Und Berühmtheiten bewundern. Sitzt er einfach nur in seiner Kabine, raucht seine Pfeife und trainiert seine meisterlichen Zerschneider-Skills. Was zerschneidet der in seiner Kabine? Das würde ich gerne mal wissen. Was zerschneidet der da? Mein Vater hat mich dazu zu gezwungen, schöne Kleider anzuziehen. Einfach nur für den Fall, dass Siegfried auftaucht. Ich musste mich extra hübsch machen. Für Siegfried. Dawn? Gibt's nicht auch eine Protagonistin? Oder zumindest Antagonistin? Oder Rivalen in irgendeinem Spiel, die Dawn heißt? Welche Generation ist denn das mit Dawn? Alles klar, Xela. Welche Generation ist Dawn? Diamond, Pearl, Platin. Okay. Oh, mir ist so heiß, ey. Oh Gott. Ich hoffe, das wird bald wieder ein bisschen kühler. Pikachu. Pikachu.
Boom. Aber ich bin doch so schön. Ach, das arme Mädchen ist ja so schön. Und wir haben es trotzdem besiegt. Was denkst du, ist es mehr wert? Ein starkes oder ein seltenes Pokémon? Ich möchte schon, dass meine Pokémon stark sind. Und meistens sind ja gerade die selteneren auch die stärkeren, aber vielleicht nicht immer. Aber immer öfters. Klausthaler, alles was ein Bier braucht. Lamar. Lamar. Lahmarsch. Ach, das ist Mr. Lahmarsch. Fuck. Schlechtes Matchup. Sehr, sehr schlechtes Matchup. Level 18 bei Sumatan. Auf welchem Level entwickelt sich denn Myrabla? 20, ne? Bonita, ne, da bleiben wir drauf. Hallo, Captain. Ich will gleich irgendwie was Kaltes zu trinken holen. Ich glaube, ich schnapp mir dann gleich in der nächsten Pause ein paar Eiswürfel und klatsch mir hier irgendwie ein. Was habe ich denn hier? Ginger Ale. Ja, klatsch mir ein Ginger Ale in ein schönes, großes, kaltes Glas mit Eis rein. Ja, echt, ey, ich schwitze wie so ein Affe. Ich meine, ich sehe schon aus wie einer, aber jetzt schwitze ich auch noch wie einer. Und stink tue ich auch noch wie ein Schwein. Wie war das? Wie war das bei Sieben Zwerge? Da gab es da so eine Verfilmung mit Otto Walkes und ein paar anderen deutschen Comedian. Da hat sich der, wie hieß der, Christian Maria Herbst? Ja, der Dicke. Der hat sich irgendwie, ich glaube, der wurde mit Kuchen oder irgend so ein Zeug ist auf den drauf gefallen. Und der so, oh Mann, ich sehe aus wie ein Schwein. Und der andere so, ja. Und eingesaut hast dich auch noch. Ja, so schlechter Humor, ich weiß nicht, aber es ist genau meine Schublade. Lamarche. Ich salutiere vor dir. Ich ziehe meinen Hut. Ja, in der Tat. Natürlich klauen wir was. Sollen wir Ponita klauen? Also wir haben bis jetzt noch, glaube ich, gar keinen Ponita. Wir haben Fukano, haben wir schon eins rumliegen. Ein Vulpix haben wir rumliegen und jetzt könnten wir noch einen Ponita klauen. Ein Ponita? Kommt. Einfach nur für einen Pokédex. Ich glaube, wir haben nicht mal einen Pokédex, oder? Aber. Wie nennen wir das? Ich würde ja Galoppelheinz machen, aber das passt nicht rein, oder? Galoppelheinz passt doch nicht rein. Nee, das wird nicht passen. Pferd! Ich soll ein Ponita Pferd nennen. Also da mache ich lieber einfach nur Heinz. Nee, Heinz. Jetzt ist zu spät. Aber nicht wie die Ketchup-Firma, sondern einfach nur Heinz. Galoppelheinz. Es ist ja auch noch weiblich, da passt es ja umso besser. Heinz. Weil jeder weiß doch, Heinz ist ein weiblicher Name, oder? Eieiei. Schnell heilen gehen.
Wir machen die Etage noch fertig. Die letzten paar Räume, die da sind. Und dann mache ich ganz, ganz fix Pause und hol mir mal ein paar Eiswürfel. Und ein großes Glas. Oh. Hier waren wir gerade. Oh, oh, oh. Ich möchte Siegfried so dringend sehen, aber mein Vater lässt mich einfach nicht. Drachen-Pokémon sind böse und dämonisch. Ja, Dungeons and Dragons ist ja auch das Spiel des Teufels. Heil Satanas. die Art und Weise, wie Siegfried nur offen mit ihnen rumläuft und sie offen darbietet, also das unterstütze ich überhaupt gar nicht. Was? Approve. Ich übereinstimme oder ich genehmige? Genehmige, oder? Ich genehmige diese blasphemische Kultur dieser Region einfach gar nicht. Oder ich stimme damit nicht überein, würde ich sagen. Drachen-Pokémon sind des Teufels! Man sagt sich, dass in all den Jahrzehnten, in denen der Kapitän dieses Schiff schon kommandiert, dass er noch niemals mehr seekrank war. Oh! Eine resolute... Kann man resolut sagen auf Deutsch? Ja, aber wie würde man das mit einem anderen Wort darstellen? Oder wiedergeben? Also resolut ist auf jeden Fall ein Wort. Aber was würde denn da besser passen? Das nicht so fremdwörtlich klingt. Eine standhafte? Standhafte, ne? Eine standhafte Seele. Sowie auch eine künstlerische Fähigkeit. Oder so wie auch die künstlerische Fähigkeit. Wahrscheinlich künstlerisch, weil wenn er Bäume schneidet, sieht er so elegant aus. Irgendwie, keine Ahnung. Er ist einfach der Mann. Ah, mein Herz. All die Leute hier sind so besessen von den politischen Gästen. Aber wir bewundern den Kapitän so viel mehr. Ah. Die Art und Weise, wie er schneidet. Das ist einfach eine meisterhafte Art von Kunst. Ist es wirklich? Jetzt muss ich nochmal speichern. Also wir hatten eine Cutscene, als wir an Deck gegangen sind. Und jetzt will ich gucken, ob eine Cutscene kommt, wenn wir zum Kapitän gehen. Und wenn ja, dann müssen wir nochmal laden und dann entscheiden, wo wir weitermachen. Welche Cutscene zuerst kommt. Ich bin ich, Garçon, der größte Chefkoch von ganz Kanto und Johto. Ja, ja, in der Tat, das ist wahr. Bist du hergekommen, um ein Autogramm von mir zu bekommen? Nein? Oh, der Kapitän. Ja, er darf gerade nicht gestört werden, denn er ist sehr beschäftigt, damit seine eigene... geräucherte Carpador zu konsumieren, ja. Oh, großartig. ist das rassistisch, wenn man so einen Akzent nachmacht? Und es dann nicht mal hinbekommt? Ich weiß ja nicht. Ja, es muss in Ruhe genossen werden und in Einsamkeit. Adieu, komm bald wieder. Gut, das heißt, wir wissen jetzt, wir müssen an Deck gehen. Wir müssen jetzt an Deck gehen. Ich speichere noch einmal. Wir schmeißen kurz eine Pause rein. Ich hole mir jetzt ein großes, großes Glas, schmeiß da ein paar Eiswürfel rein und dann jagen wir uns da ein bisschen Ginger Ale rein. Ich hab Durst, mir ist heiß. Leck mich im Arsch. Ich hasse es, wenn der Sommer kommt.
Ich freue mich immer, wenn dieses Schmuddelwetter vorbei ist. Aber ich hasse es, wenn der Sommer kommt. Am liebsten habe ich dieses Übergangswetter, so Frühling und Herbst irgendwie so, wo es so leicht kühl ist, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Naja, bis gleich.